Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. So, in der letzten Aufnahmesession haben wir uns mit Lichs vergnügt. Deswegen sollte ja die Kangax-Quest hier weg sein. Aber nicht hier erscheinen, sondern sie erscheint lustigerweise hier. Weil wir sie ja erst im 6. Kapitel erledigt haben. Ich habe alle Körperteile des goldenen Schädels gefunden und den Körper wieder zusammengesetzt. Nur um feststellen zu müssen, dass sich daraus der Körper eines Leichnams zusammengesetzt hat. Das Wesen hat sich sofort mit mächtiger Magie angegriffen. In Zukunft sollte ich wohl ein wenig vorsichtiger sein, wenn mir seltsame Schädel verlockende Angebote machen. Ja, ich habe aber einen ziemlich mächtigen Ring gekriegt halt. Auch wenn der ziemlich böse ist, der Ring von Gax. Ja, von Kangax. Ja. Vor allem gerade Immunität gegen Krankheit und Gift. Unsichtbarkeit einmal täglich, verbesserte Hass dreimal täglich, Trigger regeneriert alle 3 Sekunden einen Trefferpunkt. Rüstungsklasse und Rettungswürfe, das ist ziemlich mächtig. Kannst du allerdings... Könntest du auch tragen. Er ist also nicht an die... Gegenstandsbegrenzung gebunden. Ich warte. Ja, so wie wir jetzt sind, könnten wir theoretisch zum Friedhof. Keine große Herausforderung. Ich bin aber allerdings noch nicht ganz fertig mit der Welt. Deswegen gehen wir erstmal zur Wolkenpromenade, Inventar leer machen. Nachdem wir ja unsere Verbündeten im Kampf gegen Bodhi gesammelt haben. Ja. Fragt nur. Sollten wir mehr als genug Leute haben, um uns um die Untoten zu kümmern. Wir haben nämlich, wie gesagt, Paladine, Meuchelwörter und die verrückteste Heldengruppe der Welt. Was wir allerdings noch nicht haben, ist ein super tolles Horn, was ich endlich gerne mal hätte. Und für das muss ich zum... Ja, hierhin. Ich habe nämlich noch mal nachgeguckt, wer mir das Horn herstellen kann. Es ist nicht der Waffenschmied im Hafenviertel. Es ist hier der Kunstsammler hier. Der Typ, der hier rumsteht normalerweise, genau. Der sollte mir aus dem Horn, Silber des Odinshorn, und dem Beljuril den Gegenstand machen, den ich gerne hätte. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Ja, immerhin ist gut. Was für Waffen verkauft ihr? Ah, Maher bietet alle Waffen vom Waffenhandel. Sprungschwerter, bla bla bla. Fertigt ihr auch Spezialwaffen? Maher hat nicht das Geschick, Waffen selbst zu entwickeln. Es gibt einen guten Zwergschmied in der Stadt, der solche Fähigkeiten besitzt. Der tapfere Gesetz heißt Cromwell. Ja, ja, ich sage euch eins bei Fürstin, bla bla bla. Mal sehen, was ihr da habt. Ja, der hat halt nichts Besonderes. Nur Standardzeug, er hätte Kugeln. Kaufen wir mal seinen Vorrat an Kugeln ab. Weil... Ach, der Charakter ist zu weit entfernt. Okay, das... Was kann ich tun? Macht nichts. Warte. Natürlich. Da warst doch du das da oben. Meine Zeit ist knapp bemessen, also fasst euch kurz. Ja, gut, der hat auch nichts. Dann... Enges Geschäft, Rüstungsladen und Bogner. Felicias Haus, der Erzkaufmann. Wer macht mir das Horn? Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Warst du das? Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen. Redet ihr mit allen Leuten so herablassend oder nur mit Armen? Okay, Ladenbesitzer sind alles Gardofen. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass ihr...
Wenn es das ist. Das war's auch nicht. Euer Wunsch ist mein Begehr. Nun, ihr seht mir, wie Leute aus, in deren Geldbörsen nicht nur zwei einsame Goldmünzen traurig sind. Ehre für Arm! Mein blaues Blut gibt mir das Recht. Es war auf jeden Fall jemand an der Walkenpromenade. Der Typ im engen Geschäft war es aber auch nicht, oder? Keine große. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Nun gut. Der Erzkopf war sicher nicht. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Nein, die will mir nur weiterhin Tand andrehen. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass meine wir Zeit so ist knapp großartige bemessen, also passt euch kurz. Vollbringen würden. Zirkuszelt, Tempel, Zauberlager. Enges Geschäft war es nicht. Was möchtet ihr? Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Ja, der ist es auch nicht. Und der Bogner hier ist es sicher auch nicht. In meinem bescheidenen Reich. Erzählt mir mehr davon. In Städten wimmelt es immer von Bösem und von Verfall. Lasst uns hier einmal rumstöbern und sehen, was wir aufscheuchen. Ja. Keine große Herausforderung. Die beiden waren sicher auch nicht. Ist es wichtig? Nun gut. Dann gucken wir hier rein. Ich warte, was immer ihr wünscht. Der hat's nicht. Wir brauchen einen Schluck starkes Schwergenbier. Der auch nicht. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Bei ihr können wir auch nur Waren ansehen. Ja, irgendwelches. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Okay. Ja, wenn ihr es wollt. Jetzt bin ich langsam verwirrt. Natürlich. Fragt, wenn es das ist, was ihr wollt. Glaubt ihr, arme Leute hätten nichts Besseres zu tun? Ja, ich such gerade. Die Zeit ist knapp bemessen, also fasst euch kurz. Ja, der kauft nur. Hier ist nur die Ausstellung. Nun gut.
Ja, die glumische Flugmaschine, die kenne ich noch. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Ja, ich denke, ich mache mich jetzt auf den Weg, okay. Ja, ganz ehrlich, ich mache mal einen kurzen Cut hier und gucke nochmal nach. Bin gleich wieder da. So, da bin ich hoffentlich auch schon wieder. Ja, ich habe herausgefunden, hoffentlich, was das Problem ist. Also das da ist unser Händler, das habe ich noch richtig gewusst. Das Problem ist, ich brauche noch einen Diamanten. Lieber Tauschmann, stets zu Diensten. Und ich wollte nicht deine besonderen Waren. Man kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. So, wo hast du die Diamanten jetzt gepackt, die ich dir verkauft hatte? Da, einen Diamanten kaufen bitte. Danke. So, jetzt sollte ich den Diamanten haben. Und das Horn und alles. Ja, was möchtet ihr? Fragt, erzählt mir mehr davon. Und ich glaube, das klappt dann hoffentlich auch. Nun gut. Kalisiten, Tetirer, Tiefwasserer. Irgendwann kommen sie alle nach Hause. Sie kommen alle. Ja, selbst zu entwickeln. Es gibt Zwergenspiele. Ja, hier. Ich sage euch eins, meine Fürsten. Ich kann die besten Hörer zum Musizieren fertigen. Der Zwerg ist dieser Kunst nicht mächtig. Wie ich sehe, ist das silberne Horn in eurem Besitz. Und ein Diamant. Wenn ihr wünscht, könnte ich für 200 Goldmünzen ein noch überwältigenderes Instrument daraus machen. Ja, dann macht mal. Wie ihr wünscht, meine Familientradition. Ah, und ein bosses Horn für euch, mein Fürstin. Wenn ihr jemals ein Bejoril-Edelstein kauft, könnte ich noch mehr daraus machen. Aber bitteschön. So, jetzt haben wir das Bronzehorn. Und daraus. Ganz am garantiert keine besseren Preise finden. Ja. Ah, ihr habt ein Bejoril und ein bronzes Horn. Für 5000 Goldmünzen könnt ihr euch daraus etwas edelstahl Instrumente machen. Sicher. Oh ja, der Zauber meiner Familie soll aus eurem edlen Horn das große eiserne Horn machen. Noch nie habe ich seinesgleichens gesehen, Kasadi. Bitteschön, behandelt es gut. Ich war, was immer ihr wünscht. So, das eiserne Horn, das wie eine Gießkanne aussieht. Aber wir haben wenigstens endlich ein Horn. So, jetzt kann ich die ganzen Sachen wegpacken, kann das Horn identifizieren. Eisernes Odinshorn. In den heiligen Hallen von Valhalla ruhen die tapfersten aller Krieger. Da sie dem Krieg während ihres Lebens so Opfer von gedient haben, haben sie es sich verdient, ihr Leben nach dem Tod ehrenvoll in den Hallen Valhallas zu verbringen. Als Gegenleistung für diese Ehre müssen sie jenen dienen, die in Odinshorn blasen. Odinshorn beschwört einen Berserker der 9. Stufe, der dem Beschwörer eine Minute lang dient. Das Horn kann einmal täglich eingesetzt werden. Ja. So, und dann haben wir Firlefanz zum Verkaufen, jede Menge. Lassen wir das Horn mal noch kurz bei dir und geben den Zirkon an dich weiter. Dann haben wir hier jede Menge Zeug zu verkaufen. Hier gerade nichts. Hier haben wir alles zu verkaufen. Hier haben wir alles zu verkaufen. Ja, die Schleuderkugeln können bei dir bleiben. Hast eh nur noch 7 Stück in dem Köcherfach. Und ja, immerhin lassen wir mal Pfeile verschießen. Damit die auch langsam wegkommen. Ring der Dietriche, wenn sie ihn mal brauchen sollte. Und hier haben wir noch Edelsteine drin, die verkauft werden können. Dann haben wir das zum Glück endlich geschafft. Natürlich. Rieber Tauschmann, stets zu Diensten.
So, Stab der Blitze, Kleriker stecken kann alles weg. Unsichtbarkeitsring, den behalte ich.